Hallo Gamerfreunde und Ladies, herzlich willkommen zu einem weiteren Indie-Horror-Pixel-Game mit mir, eurem Gastgeber Twitcher, live aus der Gaming Lounge für die Tube. Und wir spielen jetzt hier The Man from the Graveyard. Denn es ist ein neues Game, was ich entdeckt habe beim Durchstöbern. Und ja, der Friedhofswärter muss sich natürlich um den Friedhof kümmern, was die Bewohner betrifft. Und über die Tage passieren seltsame Dinge. Und wir sind natürlich sehr neugierig, neugierig genug, um das Ganze herauszufinden, zu lösen und ein schreckliches Geheimnis zu offenbaren. Viel Spaß. Und genießt es. Okay, New Game. Oh wow, ist das windig. Hahaha. Richtig windig, okay. Schauen wir mal, wie es läuft. Okay. Seaborg interact, leave Gribble to go to the next day. Erster Tag von 13. Okay. Gehen wir mal kurz mal rum, um uns mal die Größe hier anzuschauen. Ah, wenn wir direkt rangehen, können wir auch den Namen. Sonja Hitchens. 1939 bis 1974. Okay. Wir gehen gleich mal zu ihm. Okay, ich muss mal ein bisschen runterregeln. Das ist ja irre laut. Wie der Wind eben sein kann. Okay. Auch ein cooler Style. Okay. Haben wir auch ein paar Wege. Ah, hier ist eine kleine Hütte. Okay. Gut, gut, gut. Dann werden wir uns gleich mal die Gräber einzeln anschauen, die Haufen und was fliegt hier rum. Okay. Pastor Thomas. Blessed day to you, Wilfried, old friend. I have a small favor to ask of you. Our dear Patrick has passed away. His funeral will be tomorrow. Would you be so kind to clean up the graveyard a bit? That should be a breeze for you as the graveyard keeper. If you think you're done, just skip to the next day by leaving the graveyard in the south. Okay, alles klar. Gut, hier können wir dann raus für den nächsten Tag, alles klar. Und noch was anderes? Okay. Was sagt dann dasselbe? Ja, okay. Dann schauen wir uns mal die ganzen Gräber an. Das erinnert mich ja schon sehr an Blink, aber das Spiel kann man nicht beenden. Catherine Whittaker. 1903, 1942, okay. Jeff Green. 1919 bis 1946. Christian Wilson. 1923 bis 1959. Lillian Skinner. 1954 bis 1980. Okay, und Sonja Hitchens. 1930 bis 1974, hatte ich schon gesagt.
Okay, hier ist nichts. Hier geht's weiter. Natalie Weiss. 1950 bis 1978. Neil Compton. 1922 bis 1954. Jetzt haben wir mal ein paar Kreuze hier. Simon Miles. 1929 bis 1963. Joanne Crawford. 1944 bis 1970. Und Ronald Lacey. 1939 bis 1961. Und hier wird wohl hoffentlich niemand drin sein. What? Oh, ich kann die gießen, alles klar. Oder rausreißen. Thieves Rig. Okay. Ausgepumpt. Gegossen. Haben wir schon gemacht. Okay, dann können wir es nicht zweimal machen. Aha. Okay. Sollen wir hier für Ordnung sorgen? Okay, ausgeglichen. Joseph Roper, 1939 bis 1978. Ja, das ist natürlich schon interessant. Mal schauen. Marianne Roper, 1903 bis 1950. Hier haben wir wieder ein bisschen Luft. Ah, nochmal gegossen. Paula Ward, 1909 bis 1959. So, ganz entspannt laufen wir durch. Wir sind gechillt, chillaxed. Alex Quinn, 1923 bis 1959. Eva Adams, 1921 bis 1966. Können wir hier. Ah, schön. Gerard Derrick, 1920 bis 1973. Erstmal wieder gegossen. Manuel Gordon, 1911 bis 1949, okay. Amelia Graham, 1920 bis 1963, okay. Dann geht's hier weiter. Benjamin Norton. 1914 bis 1949. Zack, weg mit dem Mist. Isaac Fox, 1922 bis 1950. Zack. Okay. Anita Ford, 1939 bis 1969. Vielleicht erfahren wir noch was über die Schicksale. Okay. Elliot Rossi. 1920 bis 1963. Peter H. Frederick. 1912 bis 1961. So, gegossen. Feine Sache. Archibald Baker. 1924 bis 1976. Okay, das ist nur der Schatten. Zack, hier ist auch noch irgendwas. Aha. Okay. Was? Okay. Durchgeraked. Gut, gehen wir mal rein. Falls wir das können. Nein, ich kann nur dagegen rennen. Okay. Also ich nehme jetzt einfach mal an, dass über die Tage, dass das hier irgendwie immer schrecklicher wird. Hier müssen wir noch gießen. Oh, wir können auch diagonal laufen. Pflanzen, da kannst du doch nicht mehr vorbei. Ich denke mal, am Ende müssen wir immer mit ihm reden, dass er dann sagt, ich habe alles gefunden. Okay, gießen, durchranken, durchrechen, entfernen. Okay, das ist nochmal dasselbe. Das heißt, können wir jetzt hier rausgehen. Okay, es wurde Tag. Are you sure you want to go to the next day? Ja, ich bin mir schon sure.
Jetzt wurde Tag. Oh, guck dich das an. Jetzt sind sogar hier, sind sogar Leute, Besucher. Okay. Na dann. Gehen wir wieder mit System. Gehen wir wieder, sind wieder. Ja, ihr wisst ja, später funktioniert der Chips jetzt nicht mehr so gut. So, hallo. It's weird. Patrick's passing. I mean, when I saw him a few days ago, he seemed completely healthy. Such things can happen so suddenly. Ja, mal schauen, ob sie jetzt wieder dasselbe sagen. Okay, wir sagen eigentlich dasselbe. Alles klar. Weiß man ja nie genau. So, nochmal gegossen. Ah, hier ist er wieder. Pastor. It's a real shame. Another good soul has left us prematurely. He was a kind man. May Patrick rest in peace. Ja. Oh, hier ist schon wieder das Zeug. Weg. Ja, in den Mantel passt viel rein. Haben wir einen Wassertank? Ist das ein Rucksack, den wir aufhaben? Oder ist das die übergroße Kapuze? Gut. Muss sogar ein bisschen schneller gehen. Warte mal, hier. Uwe. Ah, ich kann nicht rennen. Ich kann nur. Oh, was ist denn das hier für ein Zeug? Schön. Wir sind gut ausgestattet. Wir haben alles, was wir brauchen. Sollen die Gäste denken? Warte mal kurz. Ja, Simon. Simon liegt hier und entspannt sich. ASMR-Style. Aber die hatten trotzdem ein gutes Leben. So gut es halt möglich war, nicht wahr? Ja. So, hello, Lady. Elizabeth. No offense, but the graveyard looks a bit messy. Ja, ich bin ja dabei, ja. Zweite Runde. I think you should take care of it more regularly. Ja, heute ist mein zweiter Tag. Chill. At least you should water the flowers. I'm sure more people will show up if you do. Ja, ihr seid ja schon da. So, Wilfried, also ich, sagen dazu nichts. Gleicher Gedanke. Sie sieht irgendwie ein bisschen tot im Gesicht aus. Aber das liegt wohl an der Trauer. Moment mal, bei wem ist sie denn jetzt nochmal? Beim Joseph. Oh Mann. So, okay. Aber ich finde den Arzt da ist so cool. Warte mal, ist hier noch irgendwie? Ah, das sind Schatten. Michael. We disagreed on a lot of things. But Patrick didn't deserve this. Oh, this might be off topic, but have seen my wood chopping axe? But have? Hier fehlt ein U drin. Okay. I was in the forest yesterday and I stopped by the graveyard on my way home. I thought I left it here. Also können wir nicht reden oder machen wir das nur gedanklich aus? Vielleicht können wir jetzt direkt ins Häusle. Moment, hier liegt noch was. Das ist nicht in Ordnung. Oh, was? Muss ein bisschen schräg gehen. Schräg gehen ist rennen. Hui. Ist ja cool.
So, den Pflanzen geht's gut. Hauptsache, das wird nicht zu extrem. So, können wir rein? Ich kann hier nie rein. Okay. Aber ich probiere es nächsten Tag wieder. Vielleicht kommen wir irgendwann mal doch rein. Okay. Aha. Geh noch mal. Ist hier noch irgendwas wegen Wasser? Hier ist aber nichts, ja? Oh, sieht gut aus. Ja, dann gehe ich mal wieder. Okay, ja. Okay. Oh, jetzt wird es ein bisschen schöner. Ein bisschen sonniger. Das sieht ja richtig gut aus jetzt. Nicht wahr? So, wie immer mit System. Mann, die Pflanzen trinken aber wie verrückt. Der Pater macht auch nichts. Oh. Warte mal kurz. Lass nochmal hier die Ecke hier rein. Was ist das für ein Unkraut? Warte mal, dreht sie sich direkt um? Ne, macht sie nicht. Immer von der Seite, nicht, dass sie sich erschrickt. Maria. 2 days ago, the day before the funeral, someone I have never seen before entered my store. As the shopkeeper of the only grocery store in town, I know basically everyone here, and we were rarely ever get tourists. Maybe he was a relative of someone. I hope he visits again. He was kind of handsome. Ja. Aber das geht jetzt nicht mehr. So, den Baum befreit. Warte mal. Das ist jetzt die Seite hier. So. So. Okay, wie sieht's aus? Huch. Wilfried, did you know? The Patrick's family lives in the city far away. That's probably why they didn't show up yesterday. Apparently, only his brother visited him occasionally. But at the funeral yesterday. Yesterday, genau. He was absent too. Okay. Die einzige Sprachvariante, die wir haben, sind 3 Punkte. So sei es. Moment, ich muss erstmal ein bisschen hier Weed pullen. Damit ist das gesunde Gras gemeint. So. Oh. Falls sich jemand fragt, in welcher Auflösung das ist. 4K. Wer sich das Video bis hierhin angesehen hat, der schreibt bitte in den Kommentarbereich 4K. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, ich gehe aber nochmal zurück. Okay. Zum Glück ist der Wind jetzt nicht mehr so extrem. Na gut, ich habe auch runter geregelt, aber dennoch. Ah, der Michael. There's a small, fancy car parked at Patrick's house. I've never seen a car like that before. Must be pretty new. Who does it belong to? Only perhaps? Or officials? Also Patrick's car isn't there. Aber wir sind doch wegen dem. Ist das doch hier alles? Sind wir doch hier. Okay. Ja. So.
Reden wir mal mit ihr. Diana. Please leave me alone. Okay, alles klar. Gar nicht verstehen. Ah, halt, Moment, hier ist schon wieder dieses verdammte Zeug, diese Ranken. Ja, Blätter. Graveyard is much cleaner than yesterday. Ja, ich arbeite auch. Ja, immer. Ich arbeite ja auch jeden Tag dran. But it needs continuous care. Leaves fall and weeds sprout every day. Also this time of the year there are a lot of moles. Digging the holes where they can. Ja. Okay, die Steuerung ist jetzt oben verschwunden. Ja. Geh nochmal durch, dass ich hier nichts vergessen habe. Ja, die Erde muss noch ein bisschen weiter reingedrückt werden. Das ist noch ein bisschen zu hoch. Okay. Ja. Ich denke, sieht gut aus soweit. Nochmal hier durchgehen. Warte mal, hier hinten. Oder ist das Schatten? Das ist auch Schatten, okay. Alles klar. Trenchcoat. I'm sure. Oh, jetzt. Zeit für Vampire. Ein Moment, ich bin gleich wieder da. Genießt die Kulisse. Mit Kopfhörern.
So, okay. Dann können wir jetzt weitermachen. Bitte schön. Ich hoffe, ihr habt euch was zu trinken geholt. Okay. Oh ja, sehr vernebelt. Wir kommen aber wieder mit dem gleichen Style rein. Okay, das ist gut. Ja. Führen wir das wieder durch. Jedes Wetter ist gut. Aber erstmal hier. Okay. Was ist das hier? Das sind wieder Blätter. An den Baum. Das machen wir schon mal weg. Gut. Michael wieder. Daniel lent me his army rifle to use for hunting. I would use my own if I... No, no. I would use my own if didn't have to give it back already. Okay, hier fehlen scheinbar ab und zu ein paar Wörter. Sharpshooting was always the best part in the military. But gun safety is important. I keep the rifle and ammunition safely away from my house. My barn. Okay, wir nehmen das einfach, wie es aussieht, nehmen wir das einfach so zur Kenntnis und ja, das war's dann irgendwie. Okay. Ja, gut. Was? Gut. Der Baum bleibt frei. Warte, wir reden gleich mit dir. Drumherum. Machen wir erstmal alles fertig. So. Es kommt ja immer ein bisschen drauf an, wie die gemacht sind. So. Na gut, fangen wir hier mit dir an. Patrick. What is going on? Why is my name on the grave? Was? What happened here? I just returned from the city and this is what I find? I'm too tired for all this. I go home and rest first. Selbst jetzt haben wir nichts gesagt. Warte mal, was? Patrick Riley, 1944 bis 1982. Was, du bist tot oder ist das... Sind wir jetzt in einer anderen Zeit durch diesen mystischen Nebel? Okay, das ist ja... Könnte das so sein? Das wäre jetzt schon meine Theorie. Wie sieht's bei dir aus? Daniel? Those wretched badges. They completely messed up my garden this morning. I wish I had my army rifle at hand. Well, I still have my military gear at home. But I lent my rifle to Michael. He wanted to use it for hunting. Yet I think he never really used it. Ja, hat er ja erzählt, nicht wahr? Okay. Also der Mantel ist ja echt super, den wir tragen. Warum kann ich nie hier rein? Warte mal, ist da jemand am Fenster? Hallo. Ah, hier ist noch was. Ah. Und das sind wieder Bl Schatten. Ja, ich wollte erst Blätter sagen. Okay, das ist ja interessant. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz mit ihm reden. Ja, von nahen sieht man dann das wahre Alter.
Sollte mal kurz. Okay, also doch noch. Hätte ja sein können, dass er hier nochmal was anderes dazu sagt. Warte mal, was ist denn das da hinten? Ist das auch ein Schatten? Okay. Hier dazwischen noch irgendwie was? Hier sieht nicht so aus. Warte mal, hier unten noch? Okay, lass mal schnell gehen hier. Hier sehe ich jetzt nichts. Okay, wow. Er guckt uns an, wir schauen ihn an, wir schauen nach hinten, er schaut nach vorn. Doppelte Deckung, das ist gut. Ja, alles klar. Die Bäume sind in derselben Höhe geschnitten. Alle. Ja, ich bin sicher. Ich nehme noch einen Schluck Wodka. Wasser habe ich gesagt, Wasser. Das wurde falsch übersetzt. Also. Okay. Ja. Was sind das für hungrige Blumen? Bräuche sind auch wieder super. Maulwürfe. Bitte geh weg. Danke. Tadadam. Dum, 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 dum. Gut, dann reden wir mal mit ihr hier. Ach, das ist voll schön, das macht echt Spaß. Doch, was Beruhigendes, was Entspanntes. Maria! I didn't sleep well at all. I was woken up in the middle of the night. I thought it was a loud noise, like a gunshot. But it might have been in my dream. I'm not sure anymore. Ja, hoffentlich war es in deinem Traum. Nicht, dass hier wirklich jemand einen erschossen hat. Wäre nicht so gut. Nicht wahr? Oha. Oh. Hello, old friend. Listen, I need you to do something. Can you prepare a grave until tomorrow? No funeral, just a grave. I got an anonymous request and I feel I need to fulfill it. And please keep it to yourself. Ah, ist da eine geeignete Stelle, die ich nehmen soll? Okay, das habe ich schon gemacht. Hallo. Diana. Please leave. I don't want to talk to you. Okay, dann. Bitte. Ah, okay. Oh, hier ist aber jetzt viel. Something smells. Could it come from your shed? Do you have a dead animal in there? No. Darf ich jetzt rein?
Warum kann ich nicht hier rein? Hier ist doch jemand drin. Sieht aus, als würde jemand am Fenster stehen. Ah, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es was anderes. Bestimmt hier der freien Stelle markiert sein. Ein paar Möglichkeiten gibt es ja. Okay. So, nochmal hier rüber gehen. Es kann ja auch sein, nachdem wir das besprochen haben mit den jeweiligen Angehörigen, dass sich dann hier wieder was verändert hat. Aber aktuell sieht es nicht so aus. Gut, dann hauen wir mal wieder ab. Okay. So, wir gießen das beste Quellwasser. Hält leider nur 24 Stunden. Weg. So, wie sieht's aus? Michael. Remember the rifle I'm borrowing from Daniel? I think it was gone last night. But when I checked again this morning, it was back again. I wonder. Wie hat der die sich geholt, oder was? Können wir ein bisschen eckig gehen. Hier ist das neue Grab. Na gut, das habe ich jetzt nicht direkt ausgehoben, aber. Okay. Elizabeth. Oh, I'm a bit confused. The arrangement of the graves is different, isn't it? Or is it? I can't tell. Me either. Hey, war das bei dir? Die Maulwürfe. Halt, warte. Wir bringen erst Ordnung und dann. Also. Ja. Oh, hier direkt dahinter. So. Müssen wir natürlich genau schauen, da was ist. Ja, da wäre bestimmt schon was gewesen. Ja, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wie war der eine Spruch? Ein Däumchen ist ein Träumchen. Schneit das hier oder ist das Asche? Und einen netten Kommentar für den rhythmenden Algo. Was ist mit dir, Daniel? I was almost run over yesterday. It had gotten pretty late when I went home.
Then a car drove past my scarily nice. No. Then a car drove past me scarily close. The way he drove, he must have been drunk. He couldn't even stay in this lane. Unfortunately, I don't know who the car belongs to. It was dark, but I think the car was blue. The license plate was missing. Ooh. Which makes the whole thing even worse. The driver's license should be confiscated immediately. Ja, fehlte, gestohlen. Wahrscheinlich irgendwas mit der Waffe zu tun gehabt. Okay, wir gehen noch mal ein bisschen hier rum. Bra, 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 bra. Bam, bra, bra, bam, bra, 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 bam, bam, bam. Könnte auch Schnee sein, aber. So, mit ihm. Mit ihm. Und mit ihr. Ja, okay. Blickrichtung bleibt immer gleich. Gut, dann gehen wir wieder. Okay. So, da hinten. Wie viel haben wir im Stehen? Der. Ah, sie ist wieder da. Sie kommt immer irgendwie zur Nebelzeit. Oha. Er ist auch mal wieder hier. Sehr schön. Aha, diesmal ist hier in der Ecke noch was. Was gibt's Neues? Machen wir den Haufen hinter dir weg. Oh, warte, hier ist noch was. Warte, ich mach das jetzt doch mal weg. So, sieht schon besser aus. Okay, was gibt's Neues? Unforgivable. I, there's something unforgivable. I commit this sin. Yet, I'm not ready to confess. Please, don't mind me. Was hast du denn gemacht? Hast du jemand umgebracht? Sag es mir. Ich werde dich erlösen. Aber erst gießen. Das ist okay, das ist gut für den Boden, wenn ich drüber gehe. Ich habe Spezialschuhe an. So. Hin, diesmal nichts versteckt. Okay, warte, ich komme gleich zu dir. Michael. Mal sehen, ob sie wieder sagt, lass mich in Ruhe. Oh, ist natürlich noch viel schlimmer geworden. I will never forgive you for what you have done. Das verstehen wir natürlich überhaupt nicht. Was ist da los? Wie, was haben wir denn gemacht? Wir sind doch nur der Friedhofswärter. A small fancy car is still at Patrick's house. Patrick's old car is now there too. I wonder what they are doing in there. They're even in there? I have not seen any person going in or out for a few days now. Ja, also mal sehen, ob sich da noch was dreht, nicht wahr? Versucht das immer, immer wieder. Oh, siehst du, hier ist noch was. Das kann man schon mal übersehen. Okay, sieht soweit gut aus. Das war wieder ein Schatten. Und ist hier noch was? Okay, jetzt habe ich nur ein paar Mal gedrückt.
Aha. Ich gehe noch mal ganz kurz in die linke Ecke, ja, um einfach mal zu gucken, ob das so okay ist. Die Blumen sind alle soweit gegossen. Ah ja. So. Okay, jetzt sieht es auf jeden Fall wieder etwas freundlicher aus. Ja, es hat schon dennoch eine gewisse Spannung. Vor allem die Infos, die Geschichte. Was sich hier dann noch entwickelt. Oha. Na gut, am Tag sind natürlich noch mehr Leute. Ja, ich habe das schon gesehen hier. So. Beim Baum muss man ein bisschen aufpassen, weil das so dunkel ist. So, fangen wir mal mit dir an. Is it just me or is the Pastor Thomas acting weirdly? He seems to be avoiding others. Ja, der hat auch irgendwas getan, was er nur uns jetzt grob mitgeteilt hat. Sag ja, muss aufpassen. Okay. Warte. Aber der ist ja nicht hier, oder hat er den kurz gesehen? Maria. Can you even swing an axe? I thought you were too old to use one. So I wondered why you even have one. You should leave the wood chopping to Michael. Aber das können wir doch noch machen, wir sind doch noch saftig. Those axes are heavy and dangerous. Elizabeth. I recently bought my first own car. It's a bit older. Wait, what? It's a bit older blue car. Quite big, almost like a van. Okay, ist das das? There's so much space in the rear. I do have a license, but I can't drive at the moment. Because it has no number plate currently. Oh, okay. So, dann ist es also ihr Auto. Das blaue Auto ist also ein Van. So ein Transportauto. Und irgendjemand hat es gestohlen. Weil sie hat es nicht gefahren, weil sie das Nummernschild nicht hat. Damit kann sie nicht fahren, aber irgendjemand hat das Auto dennoch gestohlen und benutzt ohne die Plakette. Ah, das war vielleicht der Pastor. But I'm working on getting one. Ja, okay. Also so viel zum Nutzen des Fahrzeugs und wer es sein könnte. Interessant, interessant. Zu gern in die Hütte gehen. Das reizt mich ja doch sehr. Wow, die Geräusche sind echt on point. Gefällt mir richtig gut. Kann es nur immer, 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 immer wieder sagen bei solchen Games. Atmosphäre, Geräuschkulisse. Story, wenn das schön funktioniert, ein Traum. Viel Herz. Und wahrscheinlich auch Blut. So, okay. Mal ein bisschen abgehen hier. Party Starter.
Zum Wasser sagt er gar nichts. Gut, man sieht die Fische. Achso, ja. Haben wir schon gemacht. So, hier nochmal. Graveyard Man. Es ist witzig, dass er so schneller rennen kann. Okay. Ich denke, das passt. Wir gehen jetzt einfach mal. Okay. Ja. Sieht gut aus. Aha, dahin ist er wieder. Aber wie immer machen wir unsere traditionelle Runde. Damit sich die Toten auch wohlfühlen. Und ihre Schachpartie genießen können. Oh, jetzt nimmt es aber hier zu. Ja, aber hier, drei Stück. Ah, oh, das ist so gut mit Kopfhörern. So, warte mal. Hier unten war, glaube ich, keiner. Dann hier noch die Runde. Aha, hier ist noch jemand. Maria. You know about Elizabeth's new car? Ja. The one without the number plate? I heard you drove it anyway. Driving without a number plate is illegal, isn't it? I only heard it, but if it's true, you should not be driving a vehicle. You never had a driver license, do you? That's actually good. The fewer cars around here, the better. Everything important is within walking distance, anyway. Including my shop. Denkst du, dass die das dann vielleicht doch war? Ich meine, die Möglichkeit besteht ja. Ne? Mal sehen, was er hier sagt. Ich bin mal gespannt. Pastor Thomas. I should not be talking with you about this. But I think it's for the greater good. Yesterday, Elizabeth came to me and confessed something. She confessed that she took your axe without your permission. Oh, das ist, warum sie das so uns mitgeteilt hat. That was a few days ago, apparently. But you didn't hear that from me. Du hast meine Axt genommen. Nicht gut. How? How could you have done that? I mean, you were my father's friend. He trusted you. So you're still denying it. Of course you are. Die Verbindung verstehe ich hier noch nicht von ihr. Mal kurz. Ja. Ja, okay. So, Maria. Hui. Mal kurz. Muss ich nochmal kurz. Ja. Okay. So, hier hinten haben wir noch ein paar Sachen zu machen. Gut. Warte mal, ist hier noch was? Ist denn hier noch was? Schräglaufen freigeschaltet. Warte, ich kann noch nicht mit dir reden. So, jetzt.
Michael. I heard that our late Patrick was indebted to Maria. Indebted. It was apparently quite a sum. I don't know how it works now that he can't pay back. I wonder how she will get her money. Puh. Gute Frage. Ich bin mal gespannt, wie sie von vorne aussieht. Nicht, dass sie hier so ein verwestes Gesicht hat. Oder anderes. Aber hier hinter dem Grabstein ist kein Unkraut, oder? Nein, 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 diesmal nicht. Okay, sind wir am 10. Tag. Diesmal starten wir mal rechte Seite. So, okay. Oha, hier ist ordentlich was los. Gut. Die Seite schon mal befreit. Hier können wir wieder gießen. Das freut die Pflanze. Weg damit. Aha. Daniel. I'm not sure what I expected. But Elizabeth is acting quite coldly since Patrick died. Das war ja der mal kurz da war als Geist. We were in a relationship once. A very rocky one. Everyone seems to believe that was Patrick who broke up. It looks to me that she never got over him. Poor Eliza. Poor. Die Geschichten der Angehörigen. Irgendwie scheint das alles schon komplett mit denen hier verbunden zu sein, mit allen irgendwie. Ist hier im Schatten noch irgendwie versteckt? Sieht so aus. Okay. Im zweiten Teil stelle ich mir gerade vor, dass die Figuren sich zu dir umdrehen und blinzeln, vielleicht Gesichtsbewegungen haben und vielleicht rufen mit einer Sprechblase. Hey, komm her! Ich habe Infos für dich. Das wäre natürlich sehr cool. Warte mal. Warte, warte, warte. Ah, siehst du hier? Können wir gleich hier mal schauen. Ist er hier? Ist was? Ah, ja. Schau her. Gut, gut, gut. Maria. I wonder if Mike now goes hunting more. You know that Patrick was always against hunting. But now that he's gone, there's no more conflict between him and Michael. Ja, dann denkst du, er hat einfach dann weggeschossen. Ah, Konflikt, Konflikt. Löse ihn. Was ist das? Schatten? Schön, dass wir auch einen haben. So, wie immer gehen wir noch am Ende noch mal ein wenig quer-krüber. So, ja,
Okay, schade. Bei einem Indie-Horror-Game kannst du dir nie genau ganz so sicher sein. So, wir gehen natürlich nochmal von der rechten Seite. Also ein bisschen im Zickzack. Gleich bist du dran. Okay, sieht gut aus. Was gibt's heute? I can feel some sort of tension between Daniel and Elizabeth. Not necessarily a good one. A long time ago, Daniel once made a confession. He was in love with Elizabeth. And when Patrick and Elizabeth got together, jealousy haunted him. It seems this flame hasn't yet sizzled out. The tension appears to have persisted, even after the breakup. Okay, warte mal kurz. Daniel, Elizabeth. Interessant, interessant. Na, lass uns mal so gehen. Hui. Gute Sache. Schon eine gute Atmosphäre. Die Raben. Hörst du die Raben? Hier ist nichts? Nein. Ich werde irgendwann dreht sie sich um. Vielleicht jetzt schon oder die nächsten Tage? Huch. Okay. Ja, warte mal. Ist doch bestimmt noch jemand drin. Geht erstmal mit ihr. Mein Gott, die hat sich doch schon die ganze Zeit umgedreht. Verdammt. Ich war aber mehr auf die direkte Drehung aus. Nicht jetzt hier im Gesprächsdialog. Ja, das wäre es auch gewesen. I'm getting nowhere with this. I was back and moan anymore. I'll take matters in my own hands. Oh nein. Du wirst doch nicht jemanden umbringen jetzt hier. Komm. You get what you deserve. Was? Was hat denn das mit mir zu tun? Ich bin doch jemand ganz anders. Oh nein, die fängt es wahrscheinlich an zu jagen, oder? Oder verwechselt die uns? Michael. I went hunting yesterday. Unsuccessful, unfortunately. But it felt too good to finally be able to hunt again. Ja. Oh Gott, die wird uns doch bestimmt nächsten Tag jagen. Ja. Wasser sind bestimmt auch. Was? Kann ich hier durch? Okay, das war nur die kosmische Energie. Sie, er und er. Okay. Hoffentlich überleben wir das.
Ach du, okay. Who killed Patrick? Wilfried? Ich glaube nicht, dass wir das waren, oder? Eieiei. Daniel, Diana, Elizabeth, Maria, Michael, Thomas, Patrick. Ach du Scheiße. Okay, dass das jetzt nochmal so ist, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, was denkt ihr denn? Wow, also. Das ist Patrick, ja. Who killed Patrick? Oh, die Option besteht also, er hat sich selbst umgebracht. Kann ihn ja auch auswählen. Achso, ich muss so gehen, ja. Thomas, Michael, Maria, Elizabeth, Diana, Daniel, Wilfried. Jetzt habe ich ja natürlich kein Konzept gemacht. Nochmal visuell. Warum sagt sie immer, dass wir dafür bezahlt werden sollen? Also wenn wir jetzt mal nur davon ausgehen, dass wir unseren Job machen, Tag für Tag, und die Geschichten und uns um die Sachen kümmern und die ganzen vielfältig Sachen durchführen, dann haben wir doch gar nichts mit denen in Verbindung, was das betrifft. Zu dem Mod. Das ist ja so viele Möglichkeiten. Also, sie will ja nur uns umbringen. Das heißt, wir müssen ja irgendwas getan haben für die Person und dann sind sie auf uns. Die sind ja dann hier irgendwie verbunden mit dem Autor. Die dann die meinen. Dann wegen der Jagd. Im Auto wegfahren, dann ist er aber trotzdem gefahren. Die sind aber dann zusammen gewesen und dann wieder nicht und der ist so neidisch. Ich meine, das ist ja das, was sie sich erzählen, aber ist es dann trotzdem wahr? Ja, es könnte dann trotzdem irgendwie die sein, aber das denke ich mal, das ist irgendwie ein bisschen extra. So kommt mir das vor, weil sie ja irgendwie immer nur uns die Schuld gibt. Klar, wir können das natürlich auch gewesen sein, aber wir sagen ja zu allem gar nichts außer drei Punkte. Punkt, Punkt, Punkt. Nachdem er weg ist, warum steht sein Name da auf dem... Aber dann... Ist der als Geist erschienen oder war der dann einfach wirklich noch da und hat irgendwie sein Gedächtnis verloren? Vielleicht ist er ja dann auch gefahren. Der hat aber nichts getroffen. Also es... Mit dem Van. Oder danach hier. Dass er das dann vielleicht war. Wollte er ihn ausscheiden? Boah, ich kann mich gerade echt schlecht entscheiden. Ich nehme jetzt einfach mal Maria. Scheiße. It seems like you accused the wrong person and the murderer is still out there. Scheiße. Nein! Wie, kann ich ja mal kurz Continue machen? Okay, du fängst mal von vorn an. Holy shit. Na gut. Okay, Game of the Ladies. Das soll es jetzt aber dennoch gewesen sein. Von The Man from the Graveyard. Also. Wieso konnte ich dann Continue drücken? Ich konnte doch gar nicht. Speichern? Na gut. Ja, das war The Man from the Graveyard. Sehr cooles Indie-Horror-Pixel-Game. Mehr
Ja, man sagt ja mal schnell Horror-Game dazu, aber es ist mehr so ein atmosphärisches Grusel-Detektiv-Spiel, dass man sich jetzt nochmal so entscheiden musste. Ja, wie gesagt, nicht damit gerechnet. Ich dachte, sie fängt uns an zu jagen und wir müssen noch irgendwie was machen, müssen in die Hütte rein und noch irgendwie Beweise. Und dass wir das dann so besprechen im Dialog, aber jetzt direkt nochmal so auswählen. Also, es wäre auf jeden Fall ganz hilfreich für die Hinrichtung, dass man sich das irgendwie nochmal darstellt und dann sagt, okay, haben das gemacht, könnte das sein. Und die haben sich so und so verhalten, haben das und das vor allen Dingen gemacht. Dann reißt es eher in die Person ein. Aber wie gesagt, wir können das auch gewesen sein. Der hat sich selber umgebracht. Der andere Typ war das wegen dem Neid. Die andere Person, die den Wagen gefahren hat, oder sie war es trotzdem und sagt bloß, ja, ich muss das ja noch erledigen. Also ist klar, eine war es bestimmt, aber es spricht viel dafür, viel dagegen. Also, nun ja. Mal schauen, ob ich vielleicht nochmal einen Durchgang mache mit den ganzen Notizen und dann sage, hier, das muss so stimmen und dann hat es geklappt. Aber fürs Erste lasse ich das erstmal so. Ansonsten lasse ich mich gerne wissen, ob ich das nochmal versuchen soll, dass wir den Mörder finden. Und ja, dann verbinde ich das so und mache das gern. Aber fürs Erste erstmal so. Aber nichtsdestotrotz, ob gelöst oder nicht gelöst, jetzt in diesem Durchgang, es hat definitiv viel Spaß gemacht. Coole Optik. Artstyle war sehr schön gemacht. Geräuschkulisse war da. Der Wind unfassbar. Ja, selbst jetzt noch. Und echt interessant, die Infos aufzuschnappen, wer wie, was, wann, wo, warum, weshalb gemacht hat. Ja, ist auf jeden Fall ja mehr so ein Detektiv-Thriller. Ja. Also wie gesagt, mir hat es ja noch viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Gebt doch gern Feedback und lasst es mich wissen. Bis zum nächsten Mal. Gut. Bis dahin. Und und zur Bewertung natürlich 5 von 5 Twitcher-Sternen. Ja, absolut verdient. 5 von 5 Twitcher-Sternen. Das war's jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.